und ganz herzlich willkommen zu diesem neuen Video von mir. Heute habe ich für euch Goodies, die ich extra auf der Glow bekommen habe. Also wo ich an den Ständen anstande, Räder gedreht habe oder sonstiges. Ja, ich dachte mir, ich mache das als einzelnes Video, weil das Goodie Bag Video ist ja schon lang geworden. Und deswegen wollte ich das einzeln machen. Ich zeige euch erstmal die Sachen, die ich gratis so gesagt bekommen habe. Und ich habe mir auch noch ein paar Sachen gekauft. Die fand ich sehr, sehr cool. Ich würde sagen, wir starten sofort mit dem Video, weil es sind, ich bin mir nicht mehr so ganz sicher, ob das viele Sachen sind oder nicht. Auf jeden Fall werde ich dann auch versuchen, die Preise herauszufinden. Dann würde ich sagen, starten wir jetzt mit dem Video. Falls du meinen Kanal noch nicht abonniert hast, dann kannst du das sehr, sehr gerne einmal hier unten kostenlos tun. Und ich weise noch einmal auf meine Verlosung drauf. Und zwar einmal die Verlosung, wo ich eine Ready-to-Glow-Box verlose. Das verlinke ich euch einmal hier oben. Und was von der Goodie-Bag, was ich verlose, das Video verlinke ich euch auch einmal da oben. Könnt ihr sehr, sehr gerne mal vorbeischauen. Ich würde sagen, wir starten dann mal. Ich habe hier erstmal zwar eine Luvus Tasche, aber ich habe das alles ein wenig sortiert. Und zwar habe ich das, ich glaube, nach den Ständen sortiert. In dieser Tüte sind jetzt alle Sachen drin, die ich an verschiedenen Ständen bekommen habe. Und ich habe auch ein paar Taschen, wo auch wirklich die Sachen drin sind, die ich an den Ständen bekommen habe. Das heißt, hier werden jetzt durcheinander Sachen gezeigt, die ich halt von verschiedenen Ständen bekommen habe. Ich habe hier erstmal solche Laptop- und Tastaturaufkleber. Und zwar von IT Cosmetics. Da konnte man an dem Rad drehen. Und entweder konnte man halt eben dieses Sticker-Zeug gewinnen. Das habe ich jetzt zweimal gewonnen. Ja, dann habe ich hier Postkarten, beziehungsweise einfach sowas, wo Glow-like draufsteht. Das sieht mega cool aus. Das habe ich jetzt zweimal. Dann habe ich auch noch ein paar mehr. Hier zum Beispiel, da habe ich zwei silberne. Fand ich sehr, sehr cool. Dann habe ich bei Got2Be einmal diese Glückssträhne hier gewonnen. Das ist so eine lilane Glückssträhne. In der Ready-to-Glow-Box ist nämlich eine pinke Glückssträhne drin. Dann war ich bei Humble Brush und habe drei Zahnbürsten gewonnen. Oh, die sind sogar in verschiedenen Farben. Einmal zwei in weiß und eine in blau. So, dann habe ich etwas von Alverde. Und zwar konnte man da, glaube ich, auch drehen. Und da habe ich einmal von Alverde Naturkosmetik einen Rouge und Highlighter in der Farbe 10 Shooting Star. Das habe ich jetzt zweimal. Und dann habe ich noch von Alverde Naturkosmetik einmal Cream to Powder Compact Foundation in der Farbe 10 Rosy Ivory. Das schaut einmal so aus. Ich habe euch gar nicht, also da konnte man die Farbe sehen und das ist einmal hier die Farbe, ist halt eben eine Foundation. Als nächstes habe ich bei Moi von Stefanie Gesinger solche Beauty-Konzentrate gewonnen. Konnte man so Bändchen ziehen. Und zwar, wenn man so ein Bändchen gezogen hat, das ist so ein blaues Bändchen. So schaut das einmal aus. Das konnte ich nämlich behalten. Und da hat man solche Beauty-Konzentrate bekommen. Und ja, die schauen einmal so aus. Und das Ganze habe ich viermal. Moment. So, viermal habe ich das. So, dann habe ich noch einmal von Glückssträhne das Pinke davon. Warum auch immer. Dann habe ich von, ich weiß nicht, wie man das ausspricht, diese Marke. Das ist einmal diese Marke hier. Habe ich auf jeden Fall ein Armband gewonnen. Das war richtig, richtig cool. Da konnte man sich sogar die Farbe aussuchen, in Silber oder in Gold. Da habe ich mir das einfach mal in Gold mitgenommen. Dann waren wir an einem Stand, und zwar von L'Oréal Paris. Da konnte man auch drehen. Und ich habe da dreimal so ein Kettchen hier bekommen mit einem Herzchen. So schaut es einmal aus. Das habe ich dreimal. Und meine Mama, die war richtig, richtig cool. Und hat
einmal so einen Lippenstift gewonnen. Das ist mega krass gewesen. Der hat sich so, so, so gefreut. Sieht der Lippenstift einmal aus. Und ich zeige euch einmal die Farbe. Die ist mega, mega schön. Ich hoffe, meine Mama gefällt die Farbe. Weil dann kriegt sie den Lippenstift auch von mir. Ich habe den halt lediglich nur dafür genommen, um euch zu zeigen, was wir auf der Glow so gratis bekommen haben. Dann weiter beim Got2B-Stand haben wir einen Sprühkleber bekommen. Das ist einmal dieser hier, der kleine. Und noch einmal beim Got2B-Stand haben wir Strandmatte. Mattpaste für Surferlooks. Oh mein Gott. So, das schaut einmal so aus. Dann haben wir, die sind da irgendwie so rumgegangen, die Personen, und haben von DM natürlich auch solche Notizblöcke uns gegeben. Dann habe ich von Payback richtig coole Sachen bekommen. Habe ich hier einmal solche Süßigkeiten bekommen. Das, die Verpackung, die schaut einmal so aus, und die habe ich so, so oft bekommen, weil dieser Payback-Mensch, der die ganze Zeit rumgelaufen ist und einfach diese Süßigkeiten verteilt hat. Und die Süßigkeiten, die schauen einmal so aus. Das sind diese Kaugummis, die sind richtig, richtig lecker. Von Payback, als wenn der Mensch schon rausging, haben wir Payback entdeckt. Und ich habe mir dann zwei Spiegel erdreht. Und meine Mama hat sich so eine große Einkaufstasche von Payback ergattert. Und ich wollte auch unbedingt so eine Tasche haben. Und dann habe ich einfach gefragt, ob ich nochmal drehen kann. Dann meinte die Frau so, ja, was möchtest du denn unbedingt haben? Ich so eine Tasche. Und dann hat sie mir einfach die Tasche gegeben. Jetzt habe ich auch eine Tasche. So, und dann hatte ich, als ich bei Alverde anstande, konnte man sich vorher schon etwas nehmen. Und zwar ist das so ein Alverde Naturkosmetik Clear Gesichtsfluid mit Heilerde und biogrüner Tee für unreine Haut. Das ist halt richtig, das soll halt gut für die Pickel und Mitesser sein. Und so schaut dieses kleine Typchen hier aus. Davon habe ich mir ein paar mitgenommen. Dann waren wir noch am Balea-Stand. Da musste man solche Ringe werfen. Und ja, wenn man getroffen hat, wenn man nicht getroffen hat, hat man da halt verschiedene Sachen bekommen. Und da habe ich einmal hier von Balea die Limited Edition eine Tuchmaske von Magical Team bekommen. Die spendet Feuchtigkeit und magisches Dufterlebnis. Das ist für jeden Hauttyp. Und davon habe ich zwei Stück bekommen. Also eins hatte irgendwie, glaube ich, mein Bruder und eins hatte ich. Meine Mama hat zum Beispiel nicht getroffen, aber sie hat trotzdem einen Trostpreis bekommen. Und zwar ist es von Balea, die Limited Edition, eine Tuchmaske mit Rich Goji. Das ist mit Vitamin C und Goji-Beeren-Extrakt. Und es spendet auch Feuchtigkeit und ist auch für jeden Hauttyp. Von Balea, die Lippenpflege Magical Team. Duftet nach Meeresglitzer. Für zarte Lippen ist das. Und das schaut einmal so aus. Es ist einmal die Limited Edition im Moment bei DM. Bei Sante Cosmetics, bei der Naturkosmetik, hatte meine Mama das Glück, dass sie einen Family-Lippenpflegestift mit Bio-Granatapfel und Marula gewonnen hat. Das ist einmal so einer. Und ich hatte das Glück mit meinem Bruder. Und zwar habe ich nämlich dieses Sante Naturkosmetik Family Glanz Shampoo mit Bio-Birkenblatt und pflanzlichem Protein gewonnen. Und zwar dieses hier. Und danach war mein Bruder dran und er hat mir einfach die Spülung mitgenommen. Dann haben wir hier von Rituals einen 5€ Rabatt. Wo haben wir den überhaupt her? Keine Ahnung, wie der hier reinkommt. Und dann, was auch in der Goodie Bag drin war, ist das von Ghoul, die Limited Edition Glow-like Shampoo für alle Haartypen. Pflegt das Haar für gesunden Glanz und Geschmeidigkeit. So schaut dieses einmal aus. Dann waren wir ja auch bei Ghoul, also das haben wir da gewonnen. Haben Shampoo gewonnen, und zwar wirklich die Originalgrößen. Und zwar habe ich hier von Ghoul das Repair and Balance Shampoo für strapaziertes, geschädigtes oder trockenes Haar mit Manuka, Honig und Milch. Das schaut einmal so aus. Und das ist auch wirklich sehr teuer, das Shampoo, muss ich sagen. Dann haben wir von Ghoul die Limited Edition, die Glow-like Shampoo für alle Haartypen. Pflegt das Haar für gesunden Glanz und Geschmeidigkeit. Das heißt, wir haben einmal die Originalgröße und einmal das Baby davon.
Und dann haben wir von Ghoul die Kopfhaut Sensitive Shampoo für trockene und empfindliche Haut, weißer Tee und Wasserminze. Das schaut immer so aus. Und das war gerade mal diese Tüte. Das war gerade mal noch nicht alles. Dann haben wir die nächste Tasche und das ist wirklich was von Luvus. Ich hier von Luvus Reizdarm und Reizmagen. Luvus Heilerde Magenfrei Granulat. Das schaut einmal so aus. Das habe ich einmal, als man an dem Luvus stand, konnte man sich schon vorher ein paar Masken mitnehmen. Und das ist hier die Luvus Heilerde Anti-Stress-Maske bei empfindlicher Haut. Naturreine Heilerde mit Goldkamille. Und die schaut einmal so aus, diese Maske. Also beziehungsweise die Verpackung, nicht die Maske. Und die haben wir 10-mal. Und dann habe ich hier noch ein paar Sachen. Und zwar habe ich hier einmal von Luvus Naturkosmetik mit Heilerde eine Clean-Maske, reinigt Poren tief, glättet nachweislich die Hautoberfläche mit Edelsalbei-Extrakt und naturreiner Hauterde. Das schaut einmal so aus. Und diese Maske habe ich 3-mal. Und dann habe ich noch eine Maske, und zwar die Luvus Heilerde SOS Detox-Maske. Reinigt Poren tief, bindet Feinstaub und Schadstoffe neutralisiert feine Radikale für einen leuchtenden Ton. Vegan. Bei belastender Haut. Und diese Maske habe ich auch 3-mal. Dann habe ich noch ein paar Sachen. Und zwar von Luvus Naturkosmetik Metallerde eine Körperlotion. Klinisch getestete Wirksamkeit für sehr trockene, gereizte Haut. Auch bei Neurodermitis. Medizinische Hautpflege. Dieses habe ich auch 3-mal. Und dann habe ich noch etwas Kleines. Und zwar eine Intensivpflege. Ein regenerierendes Gesichtsserum mit Chamäleonöl. Schöne und gesunde Haut. Das habe ich auch ebenfalls 3-mal. Ich habe 2 Full-Size-Produkte gewonnen. Und zwar einmal von Luvus Heilerde Immutox. Heilerde mit Kapuzinerkresse-Extrakt. Und das ist so eine Paste. Und dann habe ich noch Haut Plus, Acker, Schachtelhalm, Karotte und Acerola und Heilerde für schöne und gesunde Haut. Das sind so Kapseln. Eine Tasche ist fertig. Jetzt kommt die zweite Tasche. Da sind nicht allzu viele Produkte drin. Da habe ich unter anderem auch hier etwas gewonnen. Das war mega cool. OGX Beauty Pure and Simple. Und zwar habe ich da einmal die Damage Remedy Coconut Miracle Öl Shampoo und den Conditioner. Diese beiden Produkte habe ich bekommen. Umsonst. Das war mega krass. Das riecht voll gut. Als nächstes waren wir bei Simple und dort haben wir ein paar Sachen bekommen. Da musste man nämlich einen Würfel würfeln und da hat man dann halt eben ein paar Sachen bekommen. Natürlich nicht so viele, weil den Hauptgewinn konnte man bekommen, wenn man die 6 gewürfelt hat. Und zwar haben wir erstmal solche Micellenreinigungstücher bekommen, die in einem Extra-Verpackung, die in so einer Extra-Verpackung sind. Das haben wir 6-mal. So. Und irgendwer hat noch dieses Gesichtswasser hier gewonnen. Ich weiß nicht, wie das da reingekommen ist oder keine Ahnung. Haben die wahrscheinlich da reingetan, ich weiß es nicht. Aber es war dann da drinnen. Und wir kommen zu den letzten Produkten. Und zwar waren wir bei Make-up Obsession London. Und da haben wir etwas richtig, richtig Cooles bekommen. Und das war einfach in jeder Tasche drinne. Die haben halt einfach die Taschen so verteilt. Und da war unter anderem, ich gehe mal davon aus, dass das hier ein Keks ist. Und da war auch noch in jeder Tasche einmal so eine richtig coole Palette drin. Und zwar diese Palette hier, die sieht mega aus, oder? Findet ihr nicht auch?
Vor allem diese drei Farben hier, die sehen voll gut aus. Ich habe ja noch nicht alles. Und zwar habe ich mir ja auch noch Sachen gekauft bei zwei Ständen. Und zwar einmal bei dieser Glow-Like, also bei Ghoul, bei dem Ghoul-Stand so. Und zwar wollte ich unbedingt diese Tasche haben, weil die so, so, so schön aussieht und so richtig schön reflektiert. Und hier hinten ist es halt einfach pink. Und da musste man bei Ghoul etwas für 10 Euro kaufen. Und da habe ich auch diese zwei Karten mit dazu bekommen. Und ich habe zwei Shampoos gekauft. Und zwar gab es auch einmal dieses hier dazu, dieses kleine Glow-Like, die Limited Edition. Und ich habe mir noch Ghoul Tiefenaufbau-Shampoo gekauft. Das war einmal dieses hier. Also ich habe nichts doppelt genommen. Und ein Feuchtigkeitsaufbau. Das fand ich auch sehr interessant. Und der Lieblingsstand, an dem ich wirklich lange gestanden habe und überlegt habe, war nämlich New. Das war richtig cool. Hier auf der auf der Tüte steht hier Make your day as beautiful as your hair. Und da habe ich mir etwas gekauft. Ich habe mir nämlich was gegönnt. Und zwar habe ich mir gekauft, was es im DM-Markt nicht mehr gibt. Und zwar diese New by Exlater Kur. Das ist die Sparkle on Your Roses Pflegekur. Auf jeden Fall wollte ich die unbedingt haben. Und da gab es halt so Sets, wo man eigentlich auch Geld sparen konnte. Und das habe ich mir dann auch gekauft. Einmal diese Kur hier. Dann habe ich mir zwei von den Pflegeboostern gekauft. Diese Galaxy Girl. Dann etwas, was es in Deutschland nicht gibt, sondern nur in Österreich, glaube ich. Und zwar den Pflegebooster Cool Cute. Was es aber wieder in Deutschland gibt, die Rose Rebel Pflegebooster. So, dann war da in dem Set noch dabei das Sparkle on Your Roses Glitzer Spray, was ich jetzt genug habe. Und dann kam dieses noch extra mit dazu, das habe ich gar nicht gesehen. Und zwar ist es hier sowas, wo man Frisuren mitmachen kann. Habe ich gar nicht gesehen. Dann für meinen Einkauf, den ich bei New gemacht habe, habe ich dieses Kätzchen hier mitgenommen. Ich wollte nämlich dieses Kätzchen schon immer haben, aber das gab es halt, glaube ich, nur auf der Glow. Und ich habe auch bei eBay irgendwie so rumgeschaut, aber die wollten alle viel zu viel Geld dafür haben. Dieses Kätzchen kostet nämlich nur 9,90 Euro. Und hier sind halt die Sachen drin, die ich, glaube ich, nicht habe. Das Kätzchen, das sieht einmal so aus. Ich denke mal, das kennt eigentlich jeder. Und dann habe ich hier von... Ah, genau, das ist diese Chai Latte. Genau, das habe ich nicht. Mega. Mega, mega. Und zwar ist das hier von New, die Surprise with New Chai Latte. Das ist das kleine Shampoo. Ich weiß nicht, ob davon die große Version mal da war. Schreibt mir das mal gerne unten in die Kommentare, ob ihr das in groß kennt. Ich kenne es nur in klein. So, und dann habe ich hier die Spülung dazu. Und dann habe ich hier noch ein Haaröl. Zu dem Haaröl muss ich sagen, ich habe das letztens bei eBay gefunden und habe mir das von einer gekauft. Deswegen habe ich das jetzt zweimal. Ich weiß aber auch gar nicht, ob es die Katze mal im DM gab. Ich bin mir aber nicht sicher. Und dafür, dass ich über 10 Euro eingekauft habe, habe ich sogar gefragt, ob ich dieses Büchlein hier bekomme. Und zwar ist das My New Diary by Exlater. Ja, das war's dann eigentlich schon mit dem Video. Ich hoffe, das Video, auch wenn es zu lang geworden ist, hat euch trotzdem gefallen. Wenn es dem so ist, dann würde ich mich sehr, sehr gerne über einen Daumen nach oben von euch freuen. Und falls du meinen Kanal noch nicht abonniert hast, dann kannst du das sehr, sehr gerne einmal hier unten kostenlos tun. Und ich weise dich auch noch einmal an meine Verlosungen. Da kannst du sehr, sehr gerne dran teilnehmen. Falls ich irgendwelche Sachen davon nicht gebrauchen sollte, verlose ich die.
Denn wenn jetzt ein Einspieler kommt, wenn ihr Sachen gewinnen könnt, dann könnt ihr was gewinnen. So, ich habe mir jetzt ein paar Sachen herausgesucht, die ich an euch verlosen werde. Ich blende euch aber vorerst einmal hier den Wert ein von den Sachen, die ich extra gratis bekommen habe auf der Glow, die ihr ja gerade gesehen habt. Ich habe nämlich den Wert ausgerechnet. Ich habe nicht so viele Sachen herausgesucht, weil eigentlich die meisten Sachen ja Masken waren, wie ihr gesehen habt. Und ich habe euch aber ganz coole Sachen rausgesucht und ich hoffe, ihr freut euch trotzdem darüber. Und zwar habe ich erst einmal von Gatsby die Glückssträhne für euch herausgesucht in Lila. Dann habe ich von Moi, von Stephanie Gesinger die Beauty-Konzentrate. Die verlose ich auch einmal an euch. So, dann habe ich hier ja noch ein Kettchen von L'Oréal Paris. Das ist aber eher ein Armband oder ihr könnt es auch als Fußkettchen benutzen. Dann habe ich hier von Simple ein beruhigendes Gesichtswasser. So, dann habe ich noch von Alverde einen Rouge Highlighter für euch. So, und dann kommen jetzt die Sachen, die ich noch so habe. Und zwar von Louvus eine Heilerde-Detox-Maske. Dann von Alverde ein Clear-Gesichtsfluid. Dann von Louvus auch ebenfalls eine Heilerde-Maske, aber diesmal eine Clear-Maske oder Clean-Maske. Dann von Louvus eine Körperlotion. Von Louvus eine Heilerde-Maske. Und zwar ist es eine Anti-Stress-Maske. Dann von Simple ein Micellenreinigungstuch. Dann von Make-up Obsession habe ich euch diese Palette hier reingepackt. Die ist auch noch gar nicht offen. Ich habe nur eine für mich aufgemacht und die ist noch nicht offen. Und dann kriegt ihr hier noch so eine Glow-Like-Karte. Die fand ich sehr cool. Tue ich einfach mal mit da rein. Und ja, wie gesagt, es sind nicht allzu viele Sachen, aber trotzdem kann es einer von euch gewinnen. Und ich hoffe, ihr würdet euch sehr darüber freuen, wenn ihr das gewinnen würdet. Alle Bedingungen, die ihr erfüllen müsst, stehen unten in der Infobox. Und ja, dann würde ich sagen, vielen, vielen Dank fürs Einschalten. Falls dir dieses Video gefallen hatte, würde ich mich sehr, sehr gerne über einen Daumen nach oben von dir freuen. Und falls du meinen Kanal noch nicht abonniert hast, dann kannst du das einmal sehr, sehr gerne hier unten kostenlos tun. Darüber würde ich mich sehr freuen. Und dann würde ich sagen, vielen, vielen Dank fürs Einschalten und hoffentlich sehen wir uns bei meinem nächsten Video wieder. Tschüss!